Hoffnung, dass es dennoch weitergeht. Zuversicht, dass wir es schaffen können. Glaube, dass jemand da ist, die uns hilft. Je dunkler es ist, desto heller scheint ihr kleines Licht, die Hoffnung. Chaos, keiner weiß, wie's weitergeht. Angst, die Kontrolle zu verlieren. Fehler bringen uns immer weiter. Je dunkler es ist, desto heller scheint ihr kleines Licht, die Hoffnung. Gehen es nochmal an, Vertrauen, mein Leben liegt in deiner Hand. Zweifel, dass wir Antworten finden, eine Prise Humor und es tut nicht mehr so weh. Je dunkler es ist, desto heller scheint dir kleines Licht, die Hoffnung. Ich begrüße euch ganz herzlich zur zweiten Frühschicht in dieser Fastenzeit. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir machen uns gemeinsam auf den Weg zum Osterfest, auch und gerade in dieser außergewöhnlichen und für viele herausfordernden Zeit. Wie und wo auch immer ihr diese Frühschicht mitfeiert, wir sind verbunden im Zeichen, das für das Leben steht, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und es bleibt länger anders als gedacht. Die Pandemie hat Auswirkungen bis in die Fastenzeit. Die Hoffnung, dass es wieder normal wird, braucht von vielen Geduld. Weltweit sind Einschränkungen verschärft worden. Die Lage wurde für viele Ärmere und Bedürftige noch schlimmer. Auch bei uns in den Schulen, im Studium, am Arbeitsplatz, mit den Freundinnen und Freunden, in der Familie, im persönlichen Bereich, ist vieles anders und bleibt ungewohnt und fordert uns heraus. Zu Beginn unserer Frühschicht lade ich euch zu einem stillen Gebet, zu einer Schweigeminute für die Menschen weltweit ein, die von der Pandemie betroffen sind, und die darunter leiden. Fastenzeit, Zeit des Verzichts. Ist nicht schon die ganze zurückliegende Zeit Fastenzeit? Anders waren Advent und Weihnachten, Neujahr und Fastnacht.
Anders wird vermutlich auch diese Fastenzeit. Sie kann auch eine Einladung sein, auch heute. Zeit, um anders zu leben. Zeit, um zu sich zu kommen. Zeit, um zu anderen zu kommen. Zeit, um einen anderen Blick zu wagen. Zeit, um neu zu hoffen. Zeit für Gott. Die Frühschichtenreihe in dieser Fastenzeit trägt den Titel Zeit des Hoffens. Diese Frühschicht heißt Zeit des Hoffens für die wichtigsten Menschen in meinem Leben. Wer darf sich mit wem treffen? Ein Haushalt und noch einer dazu, aber nur maximal 5 Personen. Unter 14-Jährige zählen nicht in der Rechnung. Dann nur noch ein Haushalt und eine Person. Da zählen unter 6-Jährige nicht dazu. Wie viele dürfen sich eigentlich jetzt gerade treffen? Da blicke ich nicht mehr durch. Und mit wem sollte ich mich eigentlich treffen? Jedes Treffen wirkt so komisch. Selbst mit meinem besten Freund, meiner besten Freundin. Ich hoffe, dass das alles bald vorbei ist. Social Distancing ist einer der großen Begriffe dieser Zeit. Wie sehr wir auf menschliche Beziehungen angewiesen sind, wurde uns klar. Telefon- und Videoanrufe sind besser als nichts. Aber so ein schönes Treffen mit Freundinnen und Freunden, mit den wichtigsten Menschen meines Lebens. Endlich mal über alles erzählen, laut lachen, aber auch miteinander trauern und weinen. Am Ende des Lukas-Evangeliums wird von 2 Jüngern Jesu erzählt, die nach dem Tod Jesu von Jerusalem in ihr Heimatdorf Emmaus gingen. Und siehe, am gleichen Tag waren 2 von den Jüngern auf dem Weg in eine Stadt namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hat. Und es geschah, während sie redeten und ihre Gedanken austauschen, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen, und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einzigster nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie: Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Tat und Wort und vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere hohen Priester und Führer haben ihn zum Tod verurteilt und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der 3. Tag, seitdem das alles geschehen ist. Um Jesus herum tummelten sich immer wieder viele Menschen. Mitten aus dieser Menge hat er Menschen berufen, ihm zu folgen, und es waren ganz unterschiedliche. Da waren die 12, mit denen er eng zusammenlebte.
Da waren die 72, die er aussandte, wie es im 10. Kapitel des Lukas-Evangeliums heißt. Aber da waren auch die vielen Frauen und Männer, die ihm gefolgt sind, weil sie von ihm begeistert waren. Die einen waren ihm besser bekannt, die anderen vielleicht weniger. Mit den einen pflegte er eine tiefe Freundschaft und mit den anderen wohl eine eher lose Freundschaft, aber nie lieblos. Von zwei dieser Menschen erzählt die sogenannte Emmaus-Erzählung. Von einem erfahren wir den Namen, Kleopas. Den anderen erfahren wir nicht. Sie sind auf dem Weg in ihr Heimatdorf Emmaus. Zuvor waren sie bei der Kreuzigung ihres Freundes. Voll Trauer und Unverständnis laufen sie also nach Hause. Ein Mann kommt dazu. Er war Jesus. Doch vor lauter Trauer und tiefen Gedanken erkennen sie gar nicht, dass es Jesus ist. Kleopas versucht, das in Worte zu fassen, was da geschehen ist. Auch der andere, der dabei ist, hört zu. Der oder die andere, das kannst du sein, dabei sein, zuhören, sich bewusst werden, wie wichtig dieser Jesus im eigenen Leben ist. Und ich habe noch so viele Fragen an ihn. Was würdest du gerne Jesus selbst erzählen, dir von der Seele sprechen? Was würdest du gerne von ihm hören? Ein Funke aus Stein geschlagen wird Feuer in kalter Nacht. Ein Stern vom Himmel gefallen, zieht Spuren von Gottes Macht. So wie die Nacht flieht vor dem Morgen, so zieht die Angst aus dem Sinn. So wächst ein Licht in die Geborgen, die Kraft zum neuen Beginn. Wassern gesunken, wird Glanz in spiegelnder Flut. Ein Strahl durch Wolken gedrungen, wird Quell von neuem Mut. So wie die Nacht flieht vor dem Morgen, so zieht die Angst aus dem Sinn. Deinen Augen vertreibt die blinde Wut. Ein Licht in dir geborgen wird Kraft in tiefer Not. So wie die Nacht flieht vor dem Morgen, so zieht die Angst aus dem Sinn. Jesus, du bist der treue Wegbegleiter. Du gehst in den aussichtslosen Situationen den Weg mit uns. Auch wenn wir es nicht merken oder sehen, auch wenn die Situation so aussichtslos erscheint, bist du dabei. So wie bei den Jüngern von Emmaus. Sie haben dich zuerst nicht erkannt. Öffne du unsere Augen und gib uns ein geduldiges Herz, damit wir dich in Zeiten der Hoffnungslosigkeit deutlich erkennen.
nicht blind. Du bist nicht blind vor Liebe. Du siehst mich, wie ich bin, mit all meinen Fehlern. Aber das macht deine Liebe nicht weniger, sondern wertvoller, weil du mich kennst und liebst, weil du mich kennst und trotzdem liebst. In Verbundenheit untereinander und mit Gott wollen wir alle unsere Gedanken und unsere Bitten mit hineinnehmen in das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche euch einen guten Tag, gute Gedanken, Kraft, Mut und Hoffnung. Und dazu bitten wir um Gottes Segen. Erfülle uns mit deiner unendlichen Liebe, damit wir sie in die Welt tragen können. Erfülle uns mit Kraft, damit wir die vielen Hürden, vor die uns das Leben stellt, meistern können. Erfülle uns mit Mut, um unser Vorhaben in die Tat umzusetzen. Guter Gott, sei du bei uns und beschütze uns, jetzt und heute und morgen und jeden Tag unseres Lebens. Und so segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Alleine, mein Weg führt bergauf. Bin schon viel zu lange unterwegs. Es wäre an der Zeit, endlich mal Land zu sehen oder wenigstens ein Licht in der Nacht. Tausend Fragen zermartern meinen Kopf. Die Bahn rast mitten durch mich durch. Aber wo soll ich hin? Und wer passt auf mich auf, wenn ich wieder mal die Lösung nicht erkenne? Gib mir deine Kraft, zusammen haben wir es doch immer noch geschafft. Oh, gib mir bitte, gib mir deine Kraft. Gib mir deine Kraft, gib mir deine Kraft, gib mir deine Kraft. Wenn alle guten Geister sich gegen mich verschwören, ich rede und rede, doch keiner will mich hören. Ich erkläre euch den Weg, doch hab ich nicht gesehen. Seid blind und taub, wie wollt ihr mich verstehen? Wir sprechen wirklich nicht die gleiche Sprache und ihr denkt schwarz-weiß, ich aber denke bunt. Halt mich fest, lass mich nie wieder gehen. Bei Tagesanbruch wird man weitersehen. Gib mir deine Kraft. Zusammen haben wir es doch immer noch geschafft. Oh, gib mir bitte, gib mir deine Kraft. Gib mir deine Kraft. Gib mir deine Kraft. Gib mir deine Kraft. Wenn die Freiheit ihren letzten Kampf verliert, das Geld die Siegerehrung zelebriert. Wenn die Welt sich nicht mehr drehen will, wohin?
Kraft, gib mir deine Kraft, gib mir deine Kraft, gib mir deine Kraft.